Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme zu Fowers Village. Ja, die letzte für diese Woche dann. Dann gucken wir mal. Was haben wir gemacht? Wir haben jetzt die Scheune endlich fertig hier hinten. Das heißt, hier wird auch schon fleißig was reingepackt in der Scheune. Genau, hier kommen jetzt schon die Honigsachen rein, die Kartoffeln kommen hier rein, der Flachs kommt hier rein. Wie gesagt, der Flachs wird nächstes Jahr erstmal ausfallen. Da werde ich dann Kartoffeln machen lassen. Kartoffeln baut das Land. Ja, und dann werde ich mal gucken, ob wir den Hafen dann irgendwann jetzt hier machen. Der ist jetzt auch wichtig, dass wir den machen. Bin ich mal am Überlegen, ob ich das niedriger mache. Den Hafen. Ich muss mal gucken, ob ich das hier so ein bisschen ebne. Da kann ich ja mal eben gucken. Für den Hafen, dass wir das denn richtig ebnen können. So, hier die Ecke. Ja, mal gucken. Alle. Die sollen da nicht so hoch. Ah, es geht da so tief rein dann, wenn ich das so mache. Jetzt habe ich das so gemacht, oder? Ja, okay. Ist egal. Aber es wird ja sowieso noch nicht gemacht. Weil... ja, da war ich gerade ruhig. ruhige Nummer muss sein. Wenn ich jetzt hier so viele Sachen mache auf einmal, dann wird sowieso keiner was machen. Hier, zack, so, hier guck mal, wieder Holz. 77 Holz. Das heißt, wenn jetzt wieder Winter wird, dann werden wir wieder genug Holz sammeln. Das heißt, hier hinten ist ja auch schon wieder so viel Holz gekommen. Naja, geht eigentlich. Also es geht eigentlich. Dafür ist hier der Urwald entstanden. So, da kann man weg. Da ist nichts, das ist schon mal gut. Dann haben wir hier noch ein bisschen. Ja, komm, hier können wir auch ein bisschen wegmachen. Hier, zack, so. Hier haben wir ein bisschen Erze noch. Das ist auch voll okay. Nee, warte mal, ich muss noch ein bisschen hier machen. Ich nehm das noch ein bisschen mit hier. So, weißt du? Guck mal, sogar noch ein bisschen hier von. Alter, wie viel wir einfach hier haben. Das lasse ich jetzt einfach mal so aktiviert. Dann wird dann im Winter, wenn wir wieder alle abziehen können, schön fleißig geerntet und gestriegelt. Und dann gucken wir mal. Ja, es sei denn, die ersten sterben jetzt irgendwann. Habe ich Pause gemacht? Ich habe immer noch Pause. Alter Matze, mach doch mal an. Sollen arbeiten. Sollen was tun. Ja? Wir brauchen Fisch. Wir brauchen Fleisch. Wir brauchen alles. Und zwar erstmal genug. Und dann können die Leute erstmal zugreifen. Ja, damit die nicht alle allzu sehr verhungern. Oh, wir haben einseitiges Essen. Kartoffeln mit Apfel. Oh, ist auch lecker. Ja, ja. Einfach mal verrühren. Dann gibt's Gemüse. Ja. Geile Sache. Ja. So, hier die Scheune wird auch schon voll. Das finde ich super. Das heißt, das wird ja jetzt gemacht, ne? Das Haus hier, ne? Oder? Das Haus jetzt, guck mal, da kommen jetzt noch mehr Sachen hin. Das finde ich super. Das heißt nur, das Schlimme ist momentan, es ist nur eine Sache, die gemacht wird. Also einer kann nur da, nein! Es sind insgesamt zwei Leute, die machen können. Das finde ich super. Weil wir haben jetzt kein Kind mehr, das heißt, der Lehrer kann auch weg. Und wir hätten jetzt zwei Leute zum Schleppen. Weil der Lehrer jetzt arbeitslos ist, der muss jetzt erstmal Sachen schleppen, ne? Oh, oh, oh. Scheiße, wa? So. Da hast du die Arschkarte gemacht. Ja. So, hier kommt dann das Haus hin. Hier kommt das Haus hin. Aber ich finde das, was wir hier schon gemacht haben, finde ich schon irgendwie riesig. Wie gesagt, hier soll irgendwann das Krankenhaus stehen. Finde ich, das ist auf jeden Fall legitim. Das sollte da auch hin. Finde ich. Und dann könnte man gucken, ob wir hier neben
Ja, man kann ja auch mal so ein bisschen übertreiben, dass wir hier hinten so neben dem Krankenhaus dann, weil das Krankenhaus ist ja auch schon so riesig, dass wir hier hinten nur gucken, ob wir hier die Taverne hinkriegen. Und wenn das da noch passt, dass wir da so eine Jugendherberge oder so noch hinmachen, da ich weiß nicht, weil in der Taverne kann man auch pennen, aber keine Ahnung, da liegen ja die meisten eher unterm Tisch als sie pennen. Naja. So, was haben wir hier noch? Sind die langsam fertig? Hier ist irgendwie alles leer. Habe ich den jetzt eigentlich da gemacht? Also Hafer hätten wir eigentlich genug, ne? Also Hafer brauchen wir eigentlich nicht mehr. Herbstbeginn. Oh, das ist jetzt so übel, wenn da jetzt nicht so viel kommt. Ey, das wäre richtig übel. Das Schlimme ist ja, wir haben ja noch zwei extra Fische eingestellt, die da mithelfen. Deswegen kriegen wir jetzt auch wieder so ein bisschen mehr Fisch. Ja, die haben wir eingestellt, also zwei Leute extra. Ja, oh, jetzt ist wieder ein Kind erwachsen. Jetzt muss ich wieder einen wegnehmen, damit der Lehrer da ist. Denn die Kinder sollen ja was lernen, die sollen schneller arbeiten können. Und dann sieht es eigentlich schon wieder gut aus. Was ist eigentlich mit dem Honig hier vorkommen? 13 haben wir noch. Ja, super. Jetzt haben wir 22 auf einmal. Jawohl. Ich hoffe, der holt die auch ab. Das wäre nämlich nice. Dann der Bäcker macht... guck mal, wir haben 18 Gemüsepasteten. Boah, finde ich geil. Ja, aber die gehen auch... Ich muss ganz ehrlich sagen, die gehen aber auch schnell weg, finde ich. Zack, und schon sind sie wieder weg. Ich muss mal bald das Fisch und Fleisch aufmachen für die Leute und muss dann mal das Gemüse schließen, damit der Bäcker auch das Gemüse mitnehmen kann. Oder ich muss einfach mal gucken, dass sie sich nur von Fisch, Fleisch und Kartoffeln ernähren und dass wir dann so eine Art Obstkuchen machen, damit der Apfel da funktionieren kann. Aber ich glaube, für den Apfelkuchen brauchen wir... Habe ich das irgendwo drauf gedrückt? Ja, guck mal, das Haus ist fertig. Da hat sich jetzt der Bäcker der Baker hat sich da eingefügt. Der Baker, ne? Der Jäger, der Müller, genau, der Müller. Und der Bauer, Kensley. Genau. Finde ich super. Wie sind die Häuser jetzt eigentlich verteilt? Sind hier noch vier Leute drin? Hier sind vier Leute drin. Das heißt, jetzt kann ja wieder richtig georgelt, nein, Entschuldigung, das war natürlich verkehrt. Jetzt kann ja wieder ordentlich, Steuern gemacht werden. wie es so schön heißt. Guck mal, Isane, heißt die Isane oder so? Aber hier, Buelen, der wird wahrscheinlich der Nächste sein, der in nächster Zeit sterben könnte. 74 ist schon ein ordentliches Alter. Alter Schwede. Er lebt hier. Hier schon der Everlay, schon 52. Alter, wir hatten Everlay, der war... Wir haben aber ja 15 erst. Komisch. Guck mal, hier sind auch schon Regina, 62. Ja, Alex ist jetzt 6 Jahre mittlerweile. Ja, Alexa geht jetzt zur Schule übrigens, ja. Wollte ich nur mal eben anmerken. Hier sind zwei Leute, hier sind zwei Männer. Gut. Hier sind zwei Frauen. Können die sich nicht irgendwie beide zusammentun und dann entsteht ein Kind oder was? Hier sind wieder zwei Frauen. Beide Bauer, okay. Hier sind auch zwei Bauern, 39, 31. Da könnte ein Kind entstehen. Das passt auch so vom Dings. Amira, richtig. Ein Baby wurde geboren. Ja, das ist ja genau das, was wir wollen. Ne? Kinder. Celia, Antonia, André. Na super. Da läuft der Haufen. Das läuft da auf jeden Fall. So, dann können wir irgendwann jetzt anfangen mit dem Krankenhaus. Habe ich jetzt echt vor. Boah, jetzt ist meine Nase bald zu, ey. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch nicht wahr. Hallo, ich habe nichts gemacht.
ist der Eingang. Da müsste ich mal hingucken, ob das besser passt. Ach, wir haben noch nicht so viel Holz. Wieso? Warum geht das Holz denn da jetzt weg? Und wir haben auch gar nicht so... wieso haben wir nicht so viel Stein? Gut, bauen wir das noch nicht. Was ist denn hier los? Leute. Achso, der Bau ist jetzt wieder verkehrt hier. Der kann weg, weil wir haben jetzt nichts mehr zu bauen. Das ist es ja. Ich glaube, wenn Spätherbst ist, dann werde ich dann erstmal... Komm, mach das doch mal weg. Alter, was ist hier? Hier ist nichts mehr, dann kann der nämlich schon weg. Hier ist null. Weg. Geh. Geh, aber geh. Hier ist nichts mehr. Geh. Hier ist nichts mehr. Geh. Geh, geh. Hier ist nichts mehr und da braucht auch nichts Neues mehr anpflanzen. Und geh. Und hier? Nein, hier hat sich schon wieder neues Flachs gebildet. Ach, nein. Soll er das einfach mal abbauen? Soll er das einfach mal mitnehmen? Hier einfach jetzt noch die restlichen Dinger mitnehmen hier. Zack. Mach das, nimm das noch mit. Und die 128 nehmen wir auch noch mit. 3200. Wir haben jetzt gar kein Obst. Wir haben jetzt echt Spätherbst. Was haben wir hier an Kartoffeln? Guck mal, hier sind schon wieder ein paar Kartoffeln. Das finde ich super. Nimm die mit. Nimm das mit, was da ist, damit wir ein paar Kartoffeln haben. Das sind natürlich Apples, aber ich meine natürlich Kartoffeln, Apples, weil die werden jetzt alle vergriffen werden. Und nee, die werden jetzt alle vergriffen. Und die meisten Leute nehmen alle hier die Gemüsepastete, was ja auch gut ist. Denn vielleicht werden die Leute dadurch ja auch gesünder. Nein, wir haben minus 1 Grad und schon kann ich alle Leute abziehen. Ja, super. Das heißt, der in der Bienendings braucht auch nicht, ne? Den lasse ich eigentlich auch immer drin. Der braucht alle eigentlich auch nicht mehr sein. Zack. Und was haben wir noch? Warte mal. Ich will auf jeden Fall wieder drei Leute in den Steinbruch. Oder ich mache sogar vier Leute. Ich werde zwei Leute in den Lehmminen packen. Die Leute aus dem Abelfeld mache ich noch weg. Die Mühle bleibt, der Bäcker bleibt. Der Köhler. Ne, der Lehrer. Der Lehrer muss bleiben. Sind nämlich zwei Kinder sind nämlich jetzt da. Ich bin gerade am überlegen, was mache ich hier jetzt noch? Denn wir haben jetzt, guck mal, die Leute machen das jetzt wieder. Und wir brauchen hier hinten echt einen neuen Jäger. Zack. Und zack. Und hier mal weg. So. Guck mal, wie die Leute alle arbeiten hier. Zack, zack, so geht das. So muss das laufen, nicht anders. Und wir brauchen hier echten Jäger. Mal gucken, was ich hier machen kann. Ich will einen Jäger hierhin haben. Tut mir leid, wenn ich das jetzt hier so in der Ecke mache, aber ich werde das jetzt einfach hier so machen. Damit der Jäger hier schön in der Ecke ist hier, zack, so, den werde ich jetzt machen. Ist jetzt egal, aber dann werde ich da einen Bäcker hin machen. So, ich werde mal für den Honigkuchen. Ja, ist auf jeden Fall gut. Im Winter können die dann schön arbeiten. Also im Winter könnt ihr hier schön Holz abbauen und was auch immer hier. Guck mal, hier ist ein Jäger, der gerade arbeitslos ist.
So, jetzt macht er hier nichts, jetzt steht er hier wieder nur doof rum. Ja, er steht hier doof rum, Alter. Er steht hier doch nicht doof rum. Ja, was ist denn das? Ja. Der Jäger. Dann werde ich hier mal anfangen. Also ich kann ja, so langsam kann ich da ja auch mal anfangen, die Sachen hier zu bauen. Den Brennofen, den werde ich da noch nicht bauen. Ich will erst den bauen hier, den Holzhacker. Den Holzhackplatz, den werde ich bauen lassen. Jetzt. Da oben. Weil hier ist ja das Lagerhaus. Und dann kann hier schön Brennholz gemacht werden. Dann kann ich unten den Brennholztypen wegpacken erstmal, weil der hat immer so weite Wege. Beziehungsweise eigentlich hat er gar nicht so weite Wege. Eigentlich hat er ja immer hier zum Lagerhaus sein Weg. Und dann holt er sich da das Holz raus. Okay, ist ja auch okay. Ja. Ich bin mal gespannt, wie das hier aussieht. Hier ist auf jeden Fall sehr viel Nacht. Und jetzt sind schon wieder so viele Kinder geboren. Alter Schwede. Da baut man ein Haus und schon wieder bum, 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 da kommen die Kinder zum Vorschein. Wir haben Bock, wir sind... Okay, alles klar. Jetzt mal nicht zu überreif werden hier, ja? Alter Schwede, ey, was ich manchmal sage. So. Eigentlich müsste hier neben dann auch noch so ein kleines Lagerhaus sein. Aber ich weiß nicht, ob das... passt, weil ja der Jäger hier noch ist. Dann soll hier noch die Scheune hin. Die soll dann noch gebaut werden, aber erstmal gucken, wenn der Hackplatz fertig ist. So, der wird jetzt auch gebaut. Ja, jetzt so im Winter kann man noch alles bauen lassen. Solange die Leute alle nicht die Regina ist am... Oh, die Regina ist gestorben. Oh, ist die... Ja, das ist traurig. Die Regina ist jetzt weg. Aber habe ich ja gesagt, dass die irgendwann an Altersschwäche stirbt. Ich finde das aber besser, wenn man an Altersschwäche stirbt, als wenn jetzt hier irgendwie hier im Bergbau da irgendwie ein Stein auf einen fällt und sagt, oh, ich glaube, ich muss sterben. Und weg ist er. Oder hier auch in der Lehmmine bist du eingelähmt. Okay, lass mal lieber, Matze. Lass das mal lieber. Deine Witze werden auch nicht besser. Und hier ist wirklich schon fast jeder krank. Nein, hier ist noch ein... Habe ich gerade doch gesagt, ne? Habe ich doch gerade gesagt. Oh, die ganzen Lebenleute hier. Warte mal. Nee, die sollen kein Leben. Lehmstecher Regina starb an Altersschwäche. Das ist ja auch okay. Aber ich habe ja gerade gesagt, so beim Bergbau oder beim Lehm. Ja, ich habe mich eingelähmt, so einer Mutter. Ja, das hat der Brudi wahrscheinlich gemacht. Starb bei einem Unfall. Ne? Gucken, wie es ist, so unter Lehm zu sein. Boah, ich glaube, der Lehm ist zu stark für mich. Ich glaube, das schaffe ich nicht. Ja. Jetzt ist tatsächlich passiert. Ja. Hat der Lehmmeister mal eben missgebaut, würde ich mal sagen. Ja, so. Jetzt ist schon wieder einer weg. Das heißt, wir müssen wieder irgendwie alles handhaben hier. Was habe ich jetzt am Bauen? Ich habe jetzt hier hinten... Nein, warte mal. Ich habe... Das Lagerhaus ist fertig. Ach ja, hier hinten den Jäger, ne? Den habe ich am Bauen. Ist der fertig? Das Schlimme ist, ich sehe den Jäger gar nicht. Da, doch, 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 da, 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 da. Die haben alles da, die haben auch schon 4 von 6, das finde ich gut. Hier sind schon 5 von 6, gleich ist der Jäger fertig, jawohl. Und gleich mal einen einsetzen hier, zack. Und mach mal die Tiere so dermaßen. Geh denen an die Gurgel, ist mir egal, was du jetzt machst. Mach das einfach, bopp, und weg ist er, jawohl. Habt ihr gesehen? So einfach geht das. Einfach mal machen lassen und nicht anders, ja. Der Jäger steht, der Jäger macht alle platt. Und wenn er nicht gestorben ist, dann jagt er noch heute. Was? Alles klar. In diesem Sinne, mit diesen Worten, beende ich mal das LP. Beziehungsweise die heutige Aufnahme.
Da ist der Fuchs. Aha. Da will er wahrscheinlich noch jagen. Nicht aha. Oder ich mache hier hinten noch ein paar Feldern. Aber ich weiß nicht, Felder brauchen wir nicht mehr. Also erstmal nicht. Wir brauchen bestimmt noch mal wieder ein paar Felder, aber jetzt brauchen wir keine Felder. Gut. Ich weiß noch gar nicht, was ich jetzt für einen Zocken nehme, aber ich guck gleich mal. In dem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einfach eine kleine Bewertung da. Und dann sehen wir uns einfach in der nächsten Woche wieder frisch und munter weiter zur nächsten Folge zu VS Village. Also in dem Sinne, haut rein. Bis denn. Ciao.